Ja, hier bin ich schon wieder, euer Jockel bei Sims 4. Und ja, unser Timo ist mittlerweile ein Schulkind. Und er wird in. Ich liege einen Augenblick, Moment, wo ist das? In 23 Stunden Unterricht haben. Also hat er noch einen vollständigen Tag, sich an diese Situation zu gewöhnen. Er ist ein bisschen unglücklich, weil wir haben seinen Geburtstag nicht richtig gehuldigt, würde ich mal so sagen. Es hat keine richtige Feier statt. Ja, was ihr ziemlich egal ist eigentlich. So. Und das, ja, das lässt natürlich Spuren. Aber ansonsten, ja, geht das alles. Können wir nicht wenig tun. So, beschleunigen wir mal. Erholt sich aber schlecht. Er schläft ganz schlecht. Erholt sich auch kaum. Nicht gut. Seine Frisur gefällt mir noch nicht so ganz richtig. Ja, wir halten uns weiter an unser Hauptprogramm. Kümmern uns wenig um die Mitbewohner. Es geht ganz allein um Timo. Und ja, schauen wir mal, ob es Lektion fröhlich. Timo ist ein fröhlicher Sim. Fröhliche Sims sind häufig glücklich. Ah ja. Das sehen wir ja jetzt, wie glücklich der ist. Aus auf Toilette. Hat er jetzt ausgeschlafen, das kann er noch. Lass ich schon nicht einessen, hoffentlich. Polizei war. So. Ja, Adoptivkinder haben immer so kleine Komplexe, ist nun mal so. So, ich denke mal, das sollte mal gleich mal auf Toilette gehen. Vorsicht, nichts. Dann hat er Hunger. Die hat nichts gekocht. Er muss sich selber versorgen. Was haben wir denn da? Öffnen. Übrig. Oder Wasser. Gericht nehmen. So. Dann ist ja mal ein bisschen was. Oh, hat er sich die Hände gewaschen? Er wäscht sich die Hände von sich aus. Okay. Ja gut, das ist schon schwere Mahlzeit am Morgen. Ich habe nichts geboten gekriegt, ne? Nimmt er sich was aus, da ist. Und. Okay. Ja. Die geht's schon besser, siehst du wohl. Das geht aufwärts. Ah, danach sollte man ein schönes Bad nehmen. Huch. So. Schönes Bad nehmen. Baden, erfrischende Dusche nehmen. Nachdenkliche Duschen, Batman-Spiel, Schaubad, was sind das denn? Spaß. Nehmen wir Nachdenkliches. Vielleicht hilft das ja so ein bisschen zu verarbeiten. Nachdem er fertig ist, ein nachdenkliches Duschbad. Wir öffnen da auch und ein nettes Mädchen, hm? Das ist vielleicht auch schwer. Hallo sagen. Zu spät. Muss er jetzt hier erst baden erstmal. Okay, er geht jetzt baden. So. Ja. Ja, guck da nicht so hin, ja? Ihr seid unhöflich. So, schauen wir mal, gucken wir, wann ist denn. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass die Hosen einfach anbleiben. Ups. So, okay. Wenn er fertig ist. Dann üben. Handtuch drüber, wie ich so. Könnt ihr entspannen? Das gehört sich einfach nicht. So. Die Pixel ausgeschaltet, weil das echt scheiße aussieht. Das ist nicht so weit, dass du arschfrei hier und so, ne? Muss man ja nicht. Also.
Okay, so. Zeig mal an. Ja, wunderbar. Siehst du wohl, jetzt haben wir es mal wieder zeigen. Hervorragend. Jetzt ein bisschen Musik. Was macht er da? Okay. Das wird schön. Das wird unglaublich schön. Ja, klar, natürlich. Herrlich. Wunderschön. Man muss sich ja trotzdem gut zusprechen. Das ist auch, wenn das echt schlimm ist. Man muss dabei sitzen und lächeln. Er spielt so wunderschön. Ja. Wenn es deine Pflegemutter schon nicht tut. Okay. Wir machen schneller. Damit er schnell zu ein paar Tönen findet. Nee, das fährt er langsam. Das fährt. Und er hat scheinbar Spaß bei. Also verfehlt er seinen Spaß nicht. Jetzt geht's schon. Jetzt wird's aufwärts. Lass noch ein bisschen weiter klimmern. Er hat den ganzen Tag Zeit. Ist er noch frei. Er hat ja noch schulfrei. Es könnte schlimmer sein. Er ist noch fit. Er kann auch richtig Gas geben. Das kriegen wir noch hin. Was gibt er? Eingehen in SMS. In Ordnung? Nö. Aber nicht ab. So. Wir haben dafür keine Zeit. Ja, wenn ihr noch Ideen habt, vielleicht wo man noch vernünftige Frisuren herbekommt vielleicht oder noch andere Outfits, ja, postet das euch in den Kommentaren. Ja, die Inspiration diesbezüglich würde ich mich freuen natürlich. Wir müssen auch hier noch ein bisschen in der Wohnung was tun. Kasperle-Theater möchte ich wieder gerne hinstellen. Aber da haben wir mit gerade kein Geld für. Arbeitet sie überhaupt? Ich muss mal kurz checken, ob die überhaupt eine Arbeit hat noch. Nicht, dass wir hier pleite gehen, weil sie nicht arbeiten geht. Blockerin, ach so. Sie muss arbeiten, 11 Stunden bis zur Arbeit, ach so. Sie hat Arbeit noch. Das beruhigt mich ein bisschen. Muss ich mal schnell checken, so. Wie sieht's denn mit seiner... Wollte ein bisschen Spaß machen, sehe ich gerade. Der Lunge. Wir beschleunigen das. Das ist also zu lange sonst. Klipper, 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 klipper. So. Was kann ich, ob ihr meine Musik im Hintergrund hören könnt? Falls ja, das ist vom Spiel Redemption. Abgespielt vom Gong Channel. Das läuft einfach so im Hintergrund. Aha, das klingt natürlich. Wie wollen wir machen? Ah, sehr interessant. Wunderbar. Ja, dann üben wir noch weiter. Das kriegen wir noch hin. Also schöne Musik wert. Der sitzt ja schon mehrere Stunden da, ne? Wenn nicht schon einen Tag. Wann muss er denn zur Schule? Auf Toilette muss er. Schule muss auch bald sein, ne? 3 Stunden. Und er hat nicht geschlafen. Die ganze Zeit liegen.
Okay. Muss auf Toilette. Na, wenn die Olle noch mal fertig ist. Dann gehen wir auf Toilette. Ah, super. Ist kaputt. Reparieren. Reparatur. Reparieren Sie. Wir haben kein. Ich lasse es immer machen. Oh jo, ja, ich habe schon mal einen reparieren lassen. Das ist schon relativ vom grünen Balken. Ja, es läuft. So, ja, ich habe so ein bisschen längere Aufnahmepause gemacht. Ja, deswegen bin ich auch erst ein bisschen wieder so wenig aus der Übung geraten. Ich glaube, in der Aufnahme sind immer weit auseinander. Dann mögen wir gleich ein paar mehr auf. Da ich ja zum Glück nur wöchentlich eine Folge raus tue. Ich versuche diese Folge innerhalb von 13 Minuten zu halten. VideoME war das, genau. Oder FeedME. Egal. Auf jeden Fall auf den anderen Video-Channel. Jetzt sollst du ruhig auf Toilette gehen. Geh mal auf Toilette, Junge. Ja, das ist genug geübt. Das muss mal auch gut sein. So verwenden. Beantwortung, wieso? Warum? Ja, Toilette. So. Hunger hat er auch. Ja, schön Hände waschen. Dann schnell mal. Eine Mahlzeit essen. Was haben wir? Chips, Erbsen, Mangel, Käse, Cracker, Joghurt. Joghurt ist gut. Joghurt ist gesund. So. Sozial ist niedrig. Also die Pflegemutter, ja, die ist ja da. Die können wir ja gleich volltexten. Können wir was dagegen tun. Gegen das sozialen Abstieg hier. Simpson, soziale Wesen, die mit anderen interagieren, hätte ich gesagt. Muss meine Brille interagieren. Steht auch interagieren, okay. Interagieren müssen. Lade einen Freund ein. Chatte am Computer, plaudere am Telefon oder sprich einfach einen Nachbarn auf der Straße an. Naja, siehst du wohl. Ist er jetzt? Oder hält das nur in der Hand? Hey Junge, du musst es auch essen, ne? Die Pots, okay. Vorne? Nee. Okay. Ach, er ist. Okay, alles klar. Er ist langsam, er genießt das. Ist er nicht am Tisch? Okay, ob er das so mag, kein Problem. Hä? Ich dachte, du wolltest abspülen. Hast du eine Tasche gesteckt? Warum geht er raus? Ist der Bus schon da? Nee. Dann geht er zur Schule. Ist er schon so weit? Ja, geht zur Schule. Alles klar. Okay, ist zur Schule. So. Gut, dann können wir erstmal nichts weiter machen. Die Mutter arbeitet hoffentlich. Dann beschleunigen wir einfach mal. Und dann können wir in Ruhe entspannen erstmal. Und. Huch, ist ja wie. Meine Maus und Tastatur, die liegen zu dicht aneinander. Da komme ich immer gerne auf die Enter-Taste. Ich hoffe, ich habe jetzt bei der Aufnahme nichts gestört. Das ist immer mein größter Horror. Weil ich sehe auch nichts. Unfertige Hausarbeiten. Wahrheit sagen. Der Lehrer bedankt sich bei Timo für seine Ehrlichkeit und gewährt ihm eine einmalige Verlängerung. Er muss sehr viel in kürzer Zeit schaffen, aber wenigstens bekommt er eine zweite Chance. Ja, manchmal ist einfach die Wahrheit besser. Okay, Sonne muss eine Stunde arbeiten. Okay, die geht arbeiten. Ja, arbeiten. So, er ist wieder zusammen, ne? Unwohl. Oh, dann geht's nicht gut. Oh. Okay, wie sieht's aus mit deinen Hausaufgaben? Was sind deine Hausaufgaben? Hausaufgaben. Kann ich auch sogar machen. Auch wenn du müde bist, mach den mal erstmal, dann kannst du dich hinhauen. Was hältst du davon? Komm.
Der Arme. Ja. Alles fertig? Hausaufgaben erledigt. Es ist eine wichtige Schritt in die richtige Richtung. Richtige Route. Ne? So. Jetzt geht er schlafen. Oh, der Arme. Ja, aber zack, schon schläft er. Was hat er jetzt? Uff. Ja. Machen. Was ist er denn? Konzentriert. Er ist konzentriert tatsächlich. Konzentriert. So, dann bin ich mal fertig. Der zeigt das jetzt nicht mehr an Prozenten, wie viel noch zu machen ist. Das ist echt doof. Wir beschleunigen das mal ein bisschen. So. Siehst du? Geht doch. Volkserlebnisse, immer gut. Was ist das hier? So, dann noch aufräumen. Ein Foto. Das ist ja wohl. So. So. Das Gehüte riecht ein bisschen streng. So, dann schlafen. Ja, geh mal schlafen, komm. Hast du verdient. Hausaufgaben sind erledigt. Jetzt kannst du schlafen gehen. Danach machen wir ein schönes Bett. Und dann gucken wir mal, ob wir was mit deinem Sozialstatus tun können. Ja, das ist gut. Wir brauchen jeden Cent gerade. Gut, dass die Kette einbringt. So. Alles klar. Ich weiß gar nicht mehr, was ich mit euch reden wollte. Ich hatte so ein paar Themen, aber ich bin jetzt ein bisschen entglitten. Super NLS ist jetzt ja als Mini rausgekommen. Naja, war als Mini rausgekommen. Es wurde natürlich wieder in großen Mengen von geldgierigen Säcken aufgekauft, um die dann teuer anderswo anzubieten. Um selber eben halt Kapital daraus zu schlagen. Ich hoffe, Nintendo tut noch sehr viele raus, damit das einfach ein Ende hat und diese Leute einfach in den Arsch gekniffen werden. Und die Dinger nicht mehr für überteuert loswerden. Sogar am besten noch mit Verlust. Ja, na gut. Ja, aber wie gesagt, ich hätte mir so eine kleine Box geholt, obwohl ich gar kein Konsolen-Fan bin. Was ich gelesen habe, was viel geiler ist noch, ist, es ist ein Mini C64 geplant. Gibt es also ein Crowdfunding irgendwie. Ich wollte auch das Ding vorbestellen, aber es lässt sich nicht mehr vorbestellen. Entweder sind schon total ausgebucht oder ich war noch zu früh dran, das weiß ich jetzt nicht. Das habe ich in der PC Hardware gelesen, PC Games. Nicht mehr, wo ich das gelesen habe. Naja. Also das Ding würde mich ja schon sehr interessieren. Natürlich viel lieber hätte ich natürlich einen originalen C64. Aber die gehen bei eBay sowas von hoch raus. Also unter 150 sind die meistens selten zu kriegen. Da muss man Glück haben. Ja, weil ich möchte schon gerne dann schon den alten Brotkasten. Das war nämlich mein erster Computer. Der C64 Brotkasten. Ich will auch den C16 Brotkasten nehmen. Der sah ja ziemlich ähnlich aus. Ja, eigentlich war er fast gleich. Was ist das für ein Geräusch? Oh, gruselig! Was ist das für ein Geräusch? Wow. Kann er sprechen? Ich kann aber nicht. Hamburger Monster. Was haben wir hier nochmal? Monster? Rede mit Monster, okay. Macht für Sinn, vielleicht ist er ja auch gar nicht böse. Der Versuch von Timo mit dem Monster war nicht erfolgreich. Fluffy! Hallo?
Naja, dann ess erstmal was. Schnell Mahlzahl, was haben wir denn? Käse, Cracker, Joghurt, Chips, Erbsen, Erdnussbutter, Apfelmus. Mehr Auswahl haben wir denn? Cereal, ja, ist ja immer noch wunderbar. Ein bisschen Essen ist nicht schlecht. So. Dann verwende das mal. Und dann hast du gleich direkt ein Button. Entschuldigung, oder? Das ist ja so ein Monster unter Bett. Was soll denn das? Hau doch mal irgendwann ab, dieses Monster. Mehr reden. Nein. Da musst du leider so schlafen gehen, wie ich immer reden. Dann anbrüllen. Anja, du Bar! Oh, Kinder! Buffy! Ja, du musst Energie haben, du musst Energie. Oh, alle Angst. Eva! Ja. Ich muss ja. Hm, klappt nicht? Bitte, das da muss was Bett. Macht sie nicht. Ach Mensch. Das geht nicht. Also reden mit dem Monster ist einfach nicht drin. Oh! Buffy! Schön! Ho! Oh, oh. Hm. Jetzt ist sich die mehr für den Computer. Dann die Rechte machen. Unterwäsche rum. Die bleibt da ein bisschen noch. Gut, beschleunigen wir mal ein bisschen. Okay. Ja, die ist auch ein bisschen verhalten, das ist gestört. Also. So. Schlafen alle. Naja. Reden, nein. Nickerchen machen. Mein Nickerchen. Genau. Muss ich gleich zur Schule, siehst du was? So. So, Joghurt. Und dann Zähne putzen. Was haben wir da noch? Ne? Waschen. So.
Halt die Katzenwäsche am Morgen. Wieso setzt er sich nicht am Tisch? Mag er den Tisch nicht? Der ist immer irgendwo. Okay. Ja, alles klar. Ich hätte ja nicht gedacht, er ist erstmal. Ich hätte seine Tasche getan. Sonst soll ich Essen aufräumen. Jetzt erstmal. So. Das hätten wir. Da, sie schläft, glaube ich. Da ich hätte auch in ihr Bett schlafen können. Und übrigens, das Monster ist weg. Herrlich. So. Er muss gleich los, ne? Ah, nee, Samstag. Schulfrei. Hey, schulfrei. Dann hat er wieder Schule. Schule in 3 Tagen. Unterricht. Gut. Ja, dann schön. Ich mach's halt jetzt gerade nicht. Sozial ist gerade wenig. Telefon haben wir nicht. Er geht raus. Das ist eine gute Idee. Geh mal raus. Dann gehen wir mal gucken. Wir müssen ja sozial was tun, ne? Wo läuft der hin? Oh, was ist das da? Aufräumen wieder, ja? Ja, Schweinkram machen, aber wir müssen es dann auch wieder wegmachen. Stolz er ist auf, dass er jetzt das Witz gemacht hat. Unglaublich. Dazu neutral zu werden. 48 schon die Emotionen okay behandeln. Also. So. Macht er wieder weg. Sie ist feiner Junge. Geht doch. Was er nicht. Ich hätte jetzt gerne noch mal jemand getroffen, aber auf der Straße ist mit gar keiner. Wie ihr seht, alles leer. Okay, dann werde ich mal seine Lieblingsbeschäftigung nachgehen. Nein, nicht baden. Übel. Macht er wieder Dreck. Dreckiger Bengel. Lass das. So. Doppelaufstieg. Damit sie alle Typen nicht rumlabern. Das Level mal steigern. Nur das mal auf einen Schlag. Das sieht angebrannt aus. Veruna Floba! Huh? Lass ihn mal rein, den Idioten. Vielleicht nicht. Er bleibt da sitzen einfach. Er geht doch mal auf Toilette, alles klar. Guckt im Fenster. Oh, hallo. Oh, tschüss. Der läuft auch komisch. Er wäscht selber die Hände. Sehr gut. Das funktioniert. Dann sollte er nochmal öffnen. Was haben wir da zu essen? Oh, leer. Nix. Dann eine schnelle Mahlzeit. Käsekaffee haben wir uns. Mehr Auswahl. Sehr rein. Aber er hat ja noch was in der Tasche. Das. Ne, aufhalten, ne? Das machen wir nicht schnell hier, das dauert so lange. Jetzt was. Dann die ganze Tagzeit. So.
Fallschirm? Was ist das für ein Idiot? Er kann ja in sein Alter rein. Dag, Dag! Ja, er muss sowieso schlafen. So. Schlafen. So, hängt voll durch. Mhm, aber kurze Gespräche hat was gebracht. Aber der hat nur die Tür gequatscht. Gut, er darf ja auch nicht jeden reinlassen in sein Alter. Hm, geht ja gar nicht. So, jetzt schafft er endlich mal wieder zu schlafen. Und er schläft. Hui. Das hilft ja jetzt. Oh, Scheiße. Wieder überzogen, eine Minute bist. Das klappt wieder nicht. Oh, ciao.